Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Depot der Doomsday. Es geht weiter. Wir gehen einfach mal zur Kreuzung zurück, weil ich... Man hört die Musik, weil ich nicht weiß, was ich machen muss. Ist auch schon wieder ewig her, seitdem ich aufgenommen habe. Kritische Situation. Situation. Wie jetzt nochmal? Haben wir heute schon gesprochen? Klassisch kausal betrachtet wohl nicht. Multiversal hingegen schon. Wenn du willst, dass mir der Kopf brummt, kommst du zu spät. Das hat Dr. Übis Rachenteufel bereits erledigt. Okay. Hilfst du mir, den rosa Elefanten zu verscheuchen? Der rosa Elefant. Haben wir schon darüber geredet? Komisch. Kann mich gar nicht dran erinnern. Aber egal. Er ist bereits weg. Ich meine ja auch nicht jetzt, sondern... Vorhin. Oh, ich habe gerade meine Fresse so verzogen. Einen Elefanten aus seiner Vergangenheit zu verscheuchen. Been there, done that. Genauso geht es mir mit meiner Frau Trudi. Meine Strategie? Ich trinke, um zu vergessen. Tja, vollkommen falsch. Der Trick ist nämlich, sich zu erinnern, wenn sich die Zeit wiederholt. Hä? Wie soll ich mich denn an etwas erinnern, das noch gar nicht passiert ist? Lass das mal meine Sorge sein. Gerne. Ich habe mehr als genug davon. Okay. Bleib senkrecht. Ja, bleib senkrecht, du Funz. So, wie? Was war denn im... War noch hier irgendwas? Nein. Okay. Was haben wir im Inventar? Knickerfolie, Schrott und ein Bügel. Ich könnte ein Gerät basteln, das wertlosen... Schade. Ich würde ja so sagen... dass wir den Schrott mit der Knickerfolie verbinden und den Bügel dann noch benutzen. Nicht nötig. In meinem Mann zumindest. Also um nicht. Toni, ich bin ein... Irgendwie einen Helm nicht nötig, zu bauen. Nein, zumindest. Also nicht. Warum denn nicht Rufus? Das ist voll die gute Idee. Falsch parken. Nein, ich will eine Elefantenfalle bauen. Ah. Nein, ich... Wenn ich das nächste Mal werde... Nein, ich will eine Elefantenfalle bauen. Ja, aber wie denn? Wie denn? Knickerfolie. Wozu die Mühe ein... Ich nehme doch schon... Bügel. Wozu die... Ich nehme doch schon... Riecht was da überall. Ich hoffe, falsch. Seine Probleme mit dem... So, okay. Dann müssen wir... Chronoka... Kurbel... Ich hoffe, seine Probleme mit dem Rückwärtsgang beschränken sich. Wollen wir nochmal? Ich weiß, es scheint. Bist du weißt. Nee, lass uns mal kurz noch warten, du olle Nuss. Letztes Mal war ich, glaube ich, hier drin. Wie jetzt? Ich brauche. Eine Maschine, nicht. Die nichts tut. Na, die da. Hier waren doch auf jeden Fall Sachen, die wir auch einsammeln konnten. Ich muss jetzt mal wieder hier so einen kleinen Überblick bekommen. So, mach mal bitte auf. Genau. Dafür brauche ich den Kubus. Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Knickerfolie. Oder auch nicht. Gut, das heißt, wir können hier schon mal nicht. Dann geh mal raus. Und kannst du da runter gehen? Nee, kannst nicht. Dann würde ich einmal schnell zur Kreuzung gehen, nach Kuwak gehen. Rufus, mach nicht so langsam. Ins Dorf. So, zum Tunnel. Lonsos Kneipe. Dartpfeil. Und jetzt volle Möhre drauf. Und. Yay. Wow, Volltreffer. Damit hast du den Dart mit dir. Dankeschön, das hatten wir schon, das weiß ich. Stromumkehrer, genau. Nicht Kubus. War das nicht auch Kubus oder sowas? War da nicht auch irgendwas? Du sollst das Glas mitnehmen, du Nuss. Achso, mach da. Und den Bart. Nimmst du auch mal bitte mit. So, was war... Konnte ich noch mit dir reden, Lonzo? Hey, Rufus. Hey, Lonzo. Was gibt's Neues? Nichts. Oh, danke. Bitte keine... Toni? Wegen der Kristallgläser. Ach ja. Hast du die? Ja. Aber
Ich habe ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Setz dich doch. Aber beeil. Okay. War noch irgendwas? Hier, okay. Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Tja, vielleicht, ja. Jedenfalls war da sowas von abgefahren. Wow. Hallo, wir klicken. Du hast deine Träume noch nie verstanden. Und je mehr ach, du Deponia erzählst, macht Spaß. Umso stolzer bin ich drauf. Finde ich. So, komm. Ach, keine Zeit, dieses. Ja. Komm, Toni. Lass mich mal. Komm, ach. Hä? Was? Ach so. Aber. So. Dann ganz schnell hier raus. Dankeschön. Lotti, war noch irgendwas mit dir? Konnte ich dir noch irgendwie Lotto. Behilflich sein? Was heißt jetzt? Das heißt jetzt Lotti. Lass dich nochmal angucken. Vielleicht fällt mir doch noch etwas ein, was du verbessern könntest. Sei bitte ganz ehrlich. Du hast zu haarige Beine. Schock, schwere Not. Du hast recht. Gut, dass ich meinen Rad... Guck mal, der hat eine Blümchen unter der Schuhe. Gut so, halte durch. Aua, verdammt, ich sterbe. Ich leide mit dir, Kumpel. Was? Oh, dabei meine ich doch. Das zieht aber. Heulsuse. Fällt dir noch was auf? Deine Beine sind immer noch zu behaart. Ich mach ja schon. Es ist nur so verdammt mühselig. Ich bräuchte irgendwas Besseres. Hätte ich doch nur meinen Haarwurzellaser nicht weggeworfen. Lotto hat sich die Haarwurzeln gelasert? Er hat Radsport betrieben, okay? Okay. Ich finde dich gut, so wie du bist. Kannst du mir deinen Rasierer ausborgen? Nicht, solange ich noch rumlaufe wie eine russländische Holzfällerin. Wobei ich mit einer Kettensäge wahrscheinlich... Okay. Na dann, hau rein, Alter. Ich meine natürlich, küss die Hand, Gnefrau. Tüdelü. Okay. Das kommt mir So, zum Dorfkern. Dann würde ich einfach mal sagen, dass wir hier lang gehen. Und direkt wieder runtergehen. Zu Börn... Was? Was für eine Burner? Stand da zu Burners Hütte? Wer ist ein Burner? Alles klar. Gibt's eigentlich Frauen auf Depo? Ach ja. Bin ich dumm? Gibt's Frauen in Deponia? Nee, passt nicht. Die Zahl der Anschlüsse. Das könnte passen. Aber wie rum? Ach, wird schon nicht so wichtig sein. Schilbert Mount, lehn dich zurück und genieß die coole Atmo, Mann. Hey, gleich beim ersten Versuch. Ich habe offenbar eine Glucksträhne. Eine Glucksiosträhne. Eiswürfel. Oh, danke, Mann. Das war echt nötig. Hier. Okay. Wusse. Nee, der ist für die Ewigkeit eingerastet. No. Was machen wir jetzt damit? Was mache ich jetzt mit dem Eis? Diese störrischen Eiswürfel wollen einfach nicht schmelzen. Mac Chronicle, kannst du mir weiterhelfen? Was mache ich jetzt mit den Kack-Eiswürfeln? Hey Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als ja. Wie funktioniert das noch gleich mit der Erinnerung? Ich trage einen mit Stroh gefütterten Aluhut. Wie du es machst, ist... Ach so. Ich muss dringend diesen rosa Elefanten loswerden. Vielleicht solltest du einen Arzt aufsuchen. Nein, von Dr. Gizmo kann ich keine Hilfe erwarten. Ich bin in seiner Praxis nicht gern gesehen, weil ich gerne an den abgelaufenen Medikamenten in seiner Mülltonne herumlutsche. Oh, Mann. Wollen wir noch mal? Nein. Stimmt. Irgendwie muss ich... Ich muss irgendwas machen. Aber ich weiß nicht, was. Das Feuer ist aus. Kein Wunder, dass ich von... Um diese nutzt... Also...
diese nutzlosen Eiswürfel zu schmelzen. Also. Was mach ich mit den ollen Dingern? Was mach ich mit den ollen Dingern? Kuwak. Vielleicht nochmal mit dem Opa hier reden. Hallo, Sohn. Audi Rufus. Ist bestimmt so einfach gerade. Sprich nur für dich. Oh, okay. Weißt du, wie man einen Elefanten fängt? Das hatten wir doch schon, ne? Was denkst du zum Pro? Ja, aber die, sie geht. Ich dachte, was ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Es gibt hier ein. Das. Nun, nicht gerade. Doch, das hatten wir, glaube ich, schon. Es gibt hier wirklich einen Elefanten. Das solltest du. Ich bin? Vielleicht da, aber bestimmt nicht. Oder. Ha! Genau. Ich brauch so ein Diplom, stimmt. Kann ich mir die. Nein, ich bin zufällig. Viel zu einfach. Die Profis jagen dazu reicht so. Da braucht man schon sowas wie viel Brett. Leider sind mir aber die. Und die Blasrohre. Und die Bienen, aus denen das. Nervengift. Ach bitte, leih mir die Elefantenbüchse. Ich sagte, nein, die verleihe ich nur an. Großwild hier, okay. Kannst du mir ein Hochpräzisionsblasrohr bauen? Haben wir darüber denn schon gesprochen? Beantworte einfach die Frage, okay? Kommt drauf an. Bist du mittlerweile. Oh. Dann zeig mir. Olle Nuss. Was gibt's denn Leckeres? Was? Grill, Donner. War nicht dran, Dahlemond? Nein. Ich passe trotzdem. Ich stehe nicht so auf aufgewärmte Plot-Idee-Murmeltiere. Was soll der Quatsch mit dem. Das nennt man. Ich meine. Och, mach dir darüber. Hatte ich nicht. Ach, bitte. Ich brauche dieses Hochbrett. Dann zeig mir. Warum lässt du die Jungs nicht einfach ihren Hit spielen? Weil die Nervensägen ihn schon den ganzen Tag schrammeln. Oder weil er ein bornierter Provinzprolet ist. Das hab ich gehört. Ach, das hört er. Aber für Hochkultur ist der Affe taub wie ein Toastbrot. Hey, ihr denkt wohl, ich hab Kartoffeln auf den Ohren. Ja. Ich dachte, das sagt man so. Die dümmsten Bauern, etc., etc. Na dann, Grill und Rodel gut. Das hatte ich. Schade. Wumme, nimm die Wumme. Kann ich mir die Elefanten. Nein, die. Ich bin's. Oh, viel zu. Wo kriegen wir dieses Scheiß. Leider. Und. Das Kackding her, Leute. Kommt schon, Brut. Oh, Bett, dieses Geld. Hey! Ich bin am Überlegen. Honigspender, Wachsschub. Aha! Kaya, Willi, verschwindet, kusch! Verdammt, das bringt so nichts. Gleich nochmal. Warte mal. Dafür brauche ich nur mein. Und. in beiden Fällen. Honigspende. Entweder fehlt hier der Zapfhahn. Oder es wird von. In beiden. Ein Zapfhahn brauche ich. In beiden Kannst du den Strom nicht als Zapfhahn benutzen? Schade. Folienkartoffel. Will eine Kartoffel haben. Autsch! Heiß! Diese räudige Erdfrucht glüht noch. Ich muss sie irgendwie abkühlen. Ah! Na toll. Sie sind einfach in den Grill gepurzelt. So bekomme ich die Kartoffel niemals abgekühlt. Oh nein! Autsch! Dieser. Es stimmt, wo. Wenn dir das. Hast du. Warte, es kannst stimmt, du nicht die. Moment, hast. Ach du. Mann, Rufus. Du tust mir weh im Kopf. Ich mag das nicht. Es stimmt, wenn dir das. Hast du. Kann ich die mit der Folie. Es stimmt, wenn dir das. Hast du. Kann ich die mit dem Bart ja, das wäre lustig. Der Rattenjunge. Du sollst also einen Rattenmann darstellen. Eigentlich nicht. Da habe ich genau das Richtige für dich. Was machen Sie denn da? Der hält doch so gar nicht. Stimmt. Der Plan braucht noch ein wenig Feinschliff. Ich bin sofort zurück. Und weh, du verkriechst dich in der Kanalisation. Hat man gehört, wie mein Arm auf den Tisch geklatscht ist? Ich hatte mich voll gefreut. Ich hasse euch alle. Ich hasse euch alle. Ist doch. Ich hasse euch alle. Wollte ich einmal nur sagen. Ich hasse euch alle. Die Grillstation, das kann nur. Ich bin doch. Alles ist doof hier.
wollte ich nur einmal sagen. Hey, Wenzel. Hey, Lust. Hey, Wenzel. Frau, eher so. Es ist ganz... Jeder Spieler versucht... die ja, wenn du mir jetzt als Spieler erklärst, das habe ich gleich eh wieder vergessen. Ich mag... In beiden. Honig. Zapfen. Kann ich aus Schrott nicht. Die Lösung, die ist gerade bestimmt irgendwie. Die ist hier irgendwo, aber ich. Ich sehe sie einfach nicht. Ich bin einfach. Wenn wir mal hier ehrlich sind, ne, Real Talk. Zu dumm. Nein, danke, ich hab... hier. Passendes Gefäß. Ja, ich hab das ja, aber... Das war ein Fach für Parastromumkehrer, Verstärkungs... Stromumkehrer, so. Genau. Nee, oh, scheiße. Ich weiß nicht, was ich... Warum, wie ich das... Also, was ich dann machen... Also, wie ich... Wie jetzt? Bernhard hat schon zu? Ich brauche doch Signalraketen, falls mein leicht entzündlicher Gasballon Feuer fängt. Brech die Tür auf. Ich lege Bernhard keinen Schrott. Und im Gegenzug... Also, nee, das ging ja nicht. Diese scheiß Kartoffeln werden, die scheiß Kartoffel wird auch nicht warm. Kalt. Junge, was soll ich machen? So, also, einmal hier bitte auf den Grill. Ich muss sie irren. Hat auf jeden Fall einen Sinn, dass ich das da draufstellen kann. Ist hier nicht umsonst so. Ah, warte mal. Glas mit Wasser. Und jetzt sollte das doch gehen, Professor oder nicht? Professor Rufus präsentiert das Wunder des Wärmeaustauschs. Geil. Ah. Dankeschön. Ich könnte mich den ganzen Tag an Kartoffeln satt sehen. Könnte. Konjunktiv. Ja, was mache ich jetzt am... Bisschen fettig, aber sonst noch ganz brauchbar. Bisschen fettig. Alufolie mit Bart. Dazu fällt mir gerade voll der Hammerspruch ein. Leider hat er schon einen Bart. Ich könnte mich den ganzen Tag an Kartoffeln satt sehen. Könnte. Konjunktiv. Kartoffelhalbiermaschine. Ich könnte mich... Könnte. Und jetzt nochmal. Dafür bräuchte ich schon eine Kartoffelvierteliermaschine. Und damit mache ich jetzt was? Ach, er braucht doch hier Kartoffeln für seine Ohren, oder? Was soll das sein? Etwas, das mich als Großwildjäger ausweist, vielleicht? Naja. Was soll... Etwas, das... Naja, die sind in letzter Zeit... Ich könnte mich den ganzen Tag an Kartoffeln... Könnte. Was soll ich damit... Was soll nicht ich mit nötig, der Alu... Nein, also... Ich hab's. Oh mein Gott. Tack. Willst du den noch ein bisschen für später einpacken? Nein, danke. Wo das herkommt, ist noch viel mehr. Wie? Was? Nicht nötig. In meinem Mann zumindest nichts. Also nichts. Muss ich nicht für später. Jetzt. Das muss ich jetzt. Aber du sollst doch da draußen... Ich finde einen Weg, dass du dich... Die Frage? Lass das mal. Gerne.
Bleib's. Warum geht das denn nicht? Willst du dir noch ein bisschen... Nein. Also, irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht. Kann doch nicht sein. Hey, Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage, ich bin... Was können wir mit den Kartoffeln machen, Leute? Wenn wir jetzt scharf darüber nachdenken, der Besoffene kann damit wahrscheinlich jetzt nichts machen. Oder? Man sieht... Warte mal. Vielleicht solltest du... Hab ich. Tatsächlich? Flüssigbrot zählt nicht. Willst du einen Beweis? Ich glaube nämlich... Nee. Wer kann denn sonst was mit Kartoffeln... Kann jemand in Kuwak was mit Kartoffeln anfangen? Wir spielen nicht für allen. Weiß sie das auch? Es klingt... Dorf. Möchte jemand von euch... Ich werde jetzt einfach mal überall die Kartoffeln ausprobieren. Dem armen Rattenjungen blieben all die tollen... Das stimmt doch. Und wie machen wir es, dass der Bart... Aber du brauchst hier... Und anschließend vielleicht... Das soll ein Splink wie meine... Hier auch nicht. Lotti, do you want Kartoffeln? Nein, danke. Jetzt, da ich auf welch... Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat es was mit Damenschrottbad zu tun. Und ich glaube es halt... Ah, das ist... Lonzo. Vielleicht mit Lonzo-Kartoffeln? Zum tausendsten Mal, Rufus. Du kannst deine Zeche nicht mit irgendwelchem Schrott bezahlen. Hä? Wieso denn bezahlen? Ich lasse doch anschreiben. Du? Hey, Toni! Ich dachte, ist es ja. Und wo? Also. Es stimmt wo. Wenn dir das hast du. Ich verstehe aber niemand. Was? Das trägt man jetzt so. Ha! Geil! Wenigstens muss ich nicht umsonst die Zeit zurückdrehen, Alter. So, Aluhol, tak, 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 bitte, 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 bitte. Was ist das? Ein Aluhut. Er hilft dir, dich zu erinnern. Dann lass stecken. Ich trinke, um zu vergessen. Du sollst dich auch nicht an die Vergangenheit erinnern, sondern an die Zukunft. Klingt nach einem Strategiewechsel. Und da ich eh keine Zukunft habe, kann es auch nicht schlimmer werden. Das ist die richtige Einstellung. Aber wenn's recht ist... Nehme ich meinen eigenen. Nee, klar. Würde ich auch so machen. Was? Du hinterhältige Ratte, hattest die ganze Zeit einen Aluhut dabei? Muss eine Eingebung gewesen sein. Ich knaupel so gerne die Folie von den Plörreflaschen ab. Ich habe ihn allerdings mit Stroh gefüttert, um... Ich hab's ja verstanden. Du hattest einen Aluhut. Ich hab mich umsonst angestrengt. Nein, was haben wir gelacht? Du siehst die Säfte meines Humors in Tränenform aus meinen Krähenfüßen eitern. Kannst jetzt endlich weitergehen? Meinetwegen gern. Aber womit eigentlich? Ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen. Merk dir nur das eine. Wenn sich die Vergangenheit wiederholt, versuche irgendwie diesen rosafarbenen Elefanten aufzuhalten. Ja, okay, warum nicht? Ist ja das Mindeste. Sehe ich genauso. Okay. Sehr gut, aber ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Wir haben wenigstens was in der Folge geschafft. Tschüss.